überkommen ist der Himmel. Niemand. Schwarz und Blau, Tuss, hey, 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 über Koblenz ist der Himmel niemals grau. Tuss, hey, 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 du bist unser Verein in Schwarz und Blau. Wir wollen dich kämpfen sehen, putz deinen Gegner weg. Denn du sollst immer oben stehen, wie der Kaiser auf dem Eck. Tuss, hey, 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 du bist unser Verein in Schwarz und Blau. Tuss, hey, 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 über Koblenz ist der Himmel niemals grau. Tuss, hey, 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 du bist unser Verein in Schwarz und Blau. Tuss, hey, 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 über Koblenz ist der Himmel niemals grau. In den Farben Blau und Schwarz auf ihren Stadion ein. Ehrensache für uns Fans, dann stets dabei zu sein. Für dich ist uns kein Weg zu weit, kein Gegner macht uns bang. Wir bleiben stets an deiner Seite und das ein Leben lang. Tuss, wir wollen dich kämpfen sehen, putz deinen Gegner weg. Denn du sollst immer oben stehen, wie der Kaiser auf dem Eck. Tuss, hey, 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 du bist unser Verein in Schwarz und Blau. Tuss, hey, 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 über Koblenz ist der Himmel niemals grau. Tuss, hey, 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 du bist unser Verein in Schwarz und Blau. Tuss, hey, 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 über Koblenz ist der Himmel niemals grau. In Schwarz und Blau. Tuss, hey, 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 über Koblenz ist der Himmel niemals grau. Covenant.
Zweifel von Mode, Rhein und von der Land. Holt blau-schwarz Unterstützung an. Männer, Frauen, tausend Bands stehen zu euch. Das wieder los, Testspiel am Oberwert. Die TuS Koblenz empfängt heute den Ahrweiler BC, den Rheinlandligisten aus Ahrweiler, der nur ganz, ganz knapp am Oberliga-Aufstieg dieses Jahr gescheitert ist. In neuen Trikots geht's endlich wieder los. TuS-Trainer Arnel Schacker schickt eine junge, eine hungrige Elf auf den Rasen. Beginnen wir allerdings zunächst mal mit der Aufstellung der Gäste des Ahrweiler BCs. Trainer Johnny Sousa schickt folgende Elf ins Rennen. Im Tor mit der 1 Alex Gore, die 2 trägt Sam Schüring, mit der 3 Steffen Thelen, die 4 trägt Marco Liersch, mit der 5 Alexander Höfst, die 6 trägt Niklas Röder, die 7 René Ebersbach, die 8 Kapitän Sebastian Sonntag, die 9 Jascha Hayid, die 10 Paul Gemein und die 11 Simon Jüngling. Auf der Bank haben heute Platz genommen Ersatztorwart Maurice Ziegler mit der 21, Volkan Kalin mit der 12, Yannick Schweiger trägt die 13, Finn Götte die 14 und Hubertus Wolf die 15. Unsere Schengel endlich wieder in gewohnt blau-schwarz, außer der Pauken, der trägt heute lila.
TuS-Trainer Arnel Csaka. Heute in Grau setzt er folgende Elf. Im Tor natürlich mit der 1 Dieter Pauken. Die 4 trägt Daniel von der Bracke. Die 7 Felix Käferbitz. Mit der 8 Michael Stalistahl, unser Capitano. Die 9 trägt Jan Rieder vom Ahrweiler BC. Hier zur TuS gewechselt, also nach wenigen Wochen das Aufeinandertreffen mit seinen ehemaligen Kollegen. Die 10 trägt Eldin Hatzic, die 16 Marc Richter, die 23 Leon Waldminghaus und Leon Gietznis ebenfalls mit von der Partie, müsste, meine ich, die Rücken Nummer 2 tragen, wenn ich mich nicht täusche. Des Weiteren sind noch Testspieler dabei, zum einen mit der Rücken Nummer 27, wenn ich mich nicht täusche, da rechts außen. Und auch ein weiterer Testspieler müsste mit von der Partie sein. Und das ist ein Altbekannter. Er trägt heute die Rücke Nummer 15. Gemeint ist natürlich Adrian Knob in der Sturmspitze zuletzt. 4-mal aus 2 Spielen erfolgreich. Auch er darf heute erneut zur Probe ran. Die TuS ein erstes Mal in der Offensivbewegung, aber der ABC muss da nicht wirklich zittern. Auf der Bank haben übrigens Platz genommen die 12 Leo Kabashi, die 14 Giovanni Lubaki, der sich allerdings heute wohl nur individuell aufwärmen wird. Wird heute wohl nicht zum Einsatz kommen, meines Wissens nach. Die 17 Jana Günes, mit der 24 Lukas Cimczak ebenfalls auf der Bank. Wobei auch Lukas Cimczak hier nur den Platz auf der Tribüne gewählt hat. Kuriert ja immer noch seinen Knochenbruch am Bein aus. Und mit der Rücken Nummer 27, ich denke mal, da werden die Rückennummern noch getauscht. Linus Schulte-Wissermann endlich seit Montag wieder mit an Bord bei der TuS. Der Neuzugang von Wehen Wiesbadens U19. Von der Bracke jetzt mal. Auf Käferbitz, Hatzic, auf Adrian Knob. Das ist der 4-Tore-Mann aus den 2 Testspielen, der in der vergangenen Saison in der Kreisliga A 50 Tore geschossen hat. Kann er es denn jetzt wieder unter Beweis stellen? Nein, da verliert er den Ball zu leicht. Und Ahrweiler kann kontern, aber von der Bracke passt auf, will da Knob schicken. Aber der Pass von der Bracke auf Knob ein Stück weit zu ungenau. Und Alex Gohr im Kasten des ABCs ist da rechtzeitig zur Stelle. Ahrweiler jetzt in der Vorwärtsbewegung, heute auch ohne den besten Stürmer im Aufgebot. Almir Porca sitzt nur auf der Tribüne. Einer von einigen Spielern tatsächlich, die Ahrweiler Vergangenheit haben oder Koblenzer Vergangenheit haben und jetzt für Ahrweiler spielen. Unter anderem Niklas Röder, der jetzt nicht an den Ball kommt. In der Defensive, auch in der Jugend der TuS ausgebildet worden, Niklas Röder. Jetzt müssen wir gerade mal aufpassen. Hatzic auf den Testspieler mit der Rücke Nummer 27. Namen habe ich auch. Allerdings stimmen die entsprechenden Trikotnummern nicht überein. Ich habe zum einen den Testspielernamen Latrou Panagiotis. Dann habe ich Adrian Knob natürlich auf der Liste. Samoilovs Bogdans habe ich auf der Liste. Luka Voloshin habe ich auf der Liste und Tarik Karisik. Aber da jetzt ein erstes Mal in der Offensive. Ja, Offensivfoul abgepfiffen. Freistoß hier für Dieter Pauken. Schengel können ausführen. Schnell gemacht, routiniert gemacht. Michael Stahl, der da den Freistoß ausgeführt hat. Hatzic. Schengel ja jetzt zuletzt mit 2 Testspielen. Jetzt waren mal 1,5 Wochen Pause nach dem 4:1 Erfolg gegen Andernach. Davor die Woche Mitte, am 22. Juni, Mitte Juni, gab es die 2:1 Testspielniederlage gegen Würges nach der ersten Trainingswoche. Jetzt hatten die Jungs mal ein paar Wochen oder eine Woche Urlaub. Bin mal gespannt, wie die Jungs jetzt aus der Kabine kommen, aus dem Urlaub kommen. Gar nicht mal so schlecht, wie man hier sehen konnte. Leon Waldminghaus befördert da den Ball ins Tor aus, gibt Ecke für die Schengel. Und auch wenn ihr es nicht seht, bestätigende Handklatscher, Abklatscher für Leon Waldminghaus, der das hier gut gelöst hat. Ecke für die TuS, Marc Richter. Richter mit dem Eckball an den langen Pfosten, Ahrweiler erklärt und es gibt nochmal das gleiche Spiel von der anderen Seite. Ecke von links.
eine schwierige Gegebenheit, muss ich tatsächlich auch heute mit hinzufügen. Uns ist ein technisches Element, nämlich der Verstärker, flöten gegangen. Dementsprechend, normalerweise höre ich mich selbst immer so ein bisschen quatschen. Jetzt hört sich das alles sehr, sehr dumpf an. Also nicht wundern, wenn ich hier und da mal vielleicht einen kleinen Aussetzer habe. Das ist der Technik dann geschuldet. Ja, ja, nächste Gelegenheit hier für die TuS. Allerdings Pfiff Schiedsrichter. Wie heißt er denn? Wo ist denn der Schiedsrichter hier angezeigt auf dem Bogen? Oliver Sons heißt er. Oliver Sons, Schiedsrichter. In grün pfeift die Aktion zurück. Er soll wohl einen TuS-Akteur geschoben haben. Alex Gore führt den Freistoß kurz aus. Das ist Niklas Röder. Aber Richter kann klären. Knob schickt da Leon Waldminghaus. Leon Waldminghaus frei vom Tor. Waldminghaus scheitert an Gore. Nachschuss Käferbitz. Und Aweiler klärt in letzter Sekunde. Da war es Marco Liersch, der auf der Linie den Ball von der Linie zu kratzen wusste. Gute Gelegenheit hier für unsere Schengel in der 8. Spielminute. Norful Original schreibt, hallo zusammen, Trikot ist okay, aber nicht perfekt. Ist zwar in Ordnung, aber durchgestreift wäre es richtig gut. Auf jeden Fall besser als letztes Jahr und endlich wieder das richtige Blau. Hört sich in der Summe doch eher positiv als negativ an. Und auch die Leistung der TuS in den Anfangsminuten, in den 7-8 Minuten, ist doch ziemlich ansprechend. Mir gefällt das Trikot sehr gut. Richter jetzt mit dem Eckball direkt in die Hände von Alex Gore. Dankbarer Ball. Und Aweiler darf sich jetzt neu justieren. Sieht allerdings auch alles nicht ganz so sicher aus. Aweiler über die linke Seite. In, ja, ist zu ungenau. TuS setzt da gut unter Druck den Gegner. Und er kämpft sich so den Einwurf. Der Spieler mit der 27 da am Ballbesitz. Ich kann wirklich nicht sagen, ob das Karisik, Woloschin, Bogdans oder Panagiotis ist. Einer von den Jungs dürfte es sein. Gießen auf Käferbitz. Kann er den Ball behaupten? Er kann. Schickt da auf links Jan Rieder. Jan Rieder gegen seine alten Teamkollegen hat da das Nachsehen. Und Aweiler jetzt im Ballbesitz. Röder. Niklas Röder. Oh, nächster fahrlässiger Ballverlust. Die TuS wieder im Kommen. Das deutlich bessere Team in den Anfangsminuten. Waldminghaus. Spiel läuft weiter. Leon Waldminghaus. Und dann waren es vielleicht doch noch ein paar zu viele rote Beine. Aweiler jetzt mit dem Konter. Müssen aufpassen. Der Mann mit der Rücke Nummer 10, Paul Gemein, der hat auch schon für Leverkusen UEFA Youth League gespielt. Das ist die Champions League der Juniorenfußballer. Gegen den FC Barcelona ist er schon aufgelaufen. Dann durch eine Verletzung zurückgeworfen worden. Mittlerweile schnürt er die Fußballschüchen für den Aweiler BC, der auch das erste Mal hier in Koblenz am Stadion Oberwert auflaufen darf. Wieder ist es Paul Gemein, sehr talentierter Fußballer. Paul Gemein immer noch im Ballbesitz und dann ja, macht er von seinem anfänglichen Talent äußerst wenig Gebrauch. Abstoß für Dieter Pauken. Stahl. Schickt da Jan Rieder, der kommt nicht dran. Schade. Abstoß jetzt Alex Gore. Ja, das wird er vermutlich sein. Panagiotis ist der Spieler mit der Rücke Nummer 7.
Jetzt mal Waldminghaus zunächst mal. Oh, der Pass kommt nicht durch auf Käferwitz. Schade, schade. Jatru Panagiotis hat schon bei Eichstätt und Neumarkt gespielt und in diversen griechischen Vereinen ausgebildet bei Olympiakos Piräus. 28 Spiele in der Bayernliga Nord sowie ein paar Spiele in Griechenland im griechischen Pokal sowie 2 Spiele in der Regionalliga Bayern absolviert. Latru Panagiotis, zentraler Mittelfeldspieler, kann allerdings auch im rechten sowie offensiven Mittelfeld spielen. Waldminghaus. Stahl, oh, schlechter Pass. Michael Stahl muss er aufpassen. Waldminghaus. Panagiotis auf Adrian Knob. Knob spielt den Ball da gut nochmal zurück. Gietzen, Käferbitz, Gietzen und Marc Richter auf Außen. Kommt da Panagiotis ran? Nein, kommt er nicht. Schade. Schritt zu spät. Und Ditus darf sich wieder neu defensiv justieren. Aber da jetzt mit dem Abstoß. Alex Gor, Abstoß. Stahl ist da zur Stelle, gut gemacht. Jetzt vielleicht Käferbitz auf Waldminghaus. Waldminghaus sieht, dass da Panagiotis auf der rechten Seite frei ist. Panagiotis kann flanken. Panagiotis flankt an den langen Pfosten. Jan Rieder versucht sich da durchzusetzen. Und ja, Jan Rieder erkämpft sich da zumindest den Einwurf für unsere Schengel auf Höhe der Eckfahne. Einwurf kommt rein, Richter auf Rieder. Nicht verwechseln die beiden. Sehr, sehr namensähnlich. Stahl von der Bracke. Tuss schnürt da den Arbeiter ABC so ein bisschen in der eigenen Hälfte ein. Der ABC wartet auf Konter. Panagiotis. Gietzen. Leon Gietzen, gut geht er da ins Dribbling. Leon Gietzen gegen 2. Auf Rieder, Rieder kann flanken, aber er kann klären. Und jetzt ist es Mahatzic. Dropkick abgeblockt. Weiter geht's. Panagiotis. Flügel wechselt auf die linke Seite, kommt nicht an der Ball. Einwurf, aber Labizzi. Sam Schüring lässt sich da ordentlich Zeit. Kann sich da im Prinzip auch alle Zeit der Welt lassen. Ditus wartet ab. Ditus ist wieder im Ballbesitz. Hatzic auf Leon Gietzen. Gietzen auf Stahl. Michael Stahl jetzt wieder auf Gietzen. Aber er steht tief. Nimmt so die Möglichkeit, Bälle in die Spitze zu spielen. Der große Zielspieler aller Amadou Abdoulaye fehlt so ein bisschen. Dementsprechend muss es über die spielerische Klasse laufen. Panagiotis auf den falschen Mann. Aber der Ball kommt wieder zu Panagiotis. Jetzt mal Eldin Hatzic. Gut gemacht, Hatzic. Flanke kommt nicht an. Aber da jetzt im Ballbesitz und verlieren den erneut. Tost das definitiv bessere Team. Käferbitz. Felix Käferbitz kommt nicht dran. Beim Pass da von Hatzic war es, glaube ich. Eventuell auch Daniel von der Bracke. Ich habe es nicht genau gesehen. Von der Bracke auf Panagiotis.
Schengel im Ballbesitz. Jan Rieder auf Adrian Knob. Einwurf für die Schengel. Von der linken Seite. Und jetzt, ja, jetzt läuft er. Der einzige Balljunge hier heute. Macht einige Meter gut. Ist da, wo er gebraucht wird. Großes Lob an dieser Stelle. Rieder. Muss jetzt mindestens genauso viele Meter machen. Der Schiedsrichter nimmt es ganz genau mit der Position des ruhenden Balles. Einwurf, Tuss. Und Hatzic, ja. Unterstellen wir mal, dass das gewollt war. Und jetzt gibt es hier den nächsten Freistoß für die Schengel. Hatzic wurde da im Ahrweiler Halbfeld gelegt. Freistoß aus 38, 40 Metern. Marc Richter wird den Ball treten, schaut jetzt allerdings auch gegen die Sonne. Marc Richter hebt beide Arme. Spieler mit der Rücke Nummer 16 chippt den Ball da rein und Stahl wird da gelegt. Nein, nein. Für einen Elfmeter definitiv zu wenig. Kommt da nicht dran an den Freistoß. Aber da jetzt über die linke Seite. Setzen sich da gut durch gegen zwei Mann und dann Stahl ganz rustikal. Ja, ja, es gibt auch nochmal vereinzelten Applaus. Mit dem kannst du heute nicht gut Kirschen essen gehen. Stahl eben noch die Chance zum 1:0. Relativ knapp verfehlt, jetzt gerade beim Freistoß hat auch einiges gefehlt. Und nun in der Defensive wieder da, wo er gebraucht wird. Stahl von der Bracke. Daniel von der Bracke auf Käferbitz, Käferbitz auf Hatzic, Hatzic schickt da Panagiotis, Panagiotis kommt nicht ran. Einwurf, Abstoß für den ABC bereits ausgeführt. Und Knob setzt da die Hintermannschaft ordentlich unter Druck. Röder mit dem Ballverlust, Niklas Röder. Durchatmen, Männer, durchatmen. Das kann und das wird mit Sicherheit nicht dem Trainergespann um Johnny Sousa gefallen. Freistoß für den ABC. Was steht denn im Nacken der Trikots? Lieber Kameramann, könntest du gleich mal auf einen Rücken eines beliebigen TUS-Spielers filmen? Ja, da hinten steht TUS Koblenz drauf. Vielen Dank dafür. Haben wir dieses Mysterium auch gelöst? Frage im Fanchat wurde beantwortet. Liebe Grüße gehen auch an Daniel, der über die TUS-Fanradio-Funktion auch mal ein wenig mit euch kommuniziert. War zuletzt im Urlaub. Übrigens im selben Hotel wie Marc Richter. Zufälle gibt's. Und Richter, ne, Rieder war es natürlich jetzt im Urlaub. Ach, im Urlaub, im Abseits meine ich natürlich. Im Abseits. Ich gehe mal so ein bisschen durch die Fanchats. Liebe Grüße an Rageman, Simon Friedrich, Dirko Schorek, Michael Grass, Levi LP, der Fußballexperte, Sebastian Kläskin. Levi LP fragt, was mit Rudi Gonzalez ist. Gonzalez ist weg, der Vertrag wurde aufgelöst. Jetzt wieder mal den Blick auf den Ort des Geschehens richten. Freistoß, Ahrweiler, BC. Das könnte tatsächlich sowas wie die erste Gelegenheit im Spiel sein für den ABC. Nach knapp 20 Minuten auch sowas wie ein kleiner Qualitätsnachweis des TUS-Defensiv-Bollwerks. Jetzt müssen wir allerdings aufpassen, denn die Sonne steht ganz, ganz trügerisch schief. Da wird sich jetzt ganz genau, muss auf den Ball geachtet werden. Pauken guckt gegen den Ball und ja, ja, ja. Im Nachfassen ist er da zur Stelle. Rieder wird da in Szene gesetzt. Jan Rieder auf Käferbitz. Felix Käferbitz mit dem Ballverlust. Rieder ist wieder da zur Stelle, schießt Käferbitz an. Und glücklicherweise kommt der Ball ein drittes Mal zurück zu Jan Rieder. Richter. Auf Stahl. Stahl jetzt nochmal mit der Ballverlagerung. Setzt Testspieler Panagiotis ein.
Latriou Panagiotis, Passspiel auf Knoop misslingt. Er zeigt an, Flachspielen, damit kann ich auch was anfangen. Adrian Knoop, der so eiskalte Stürmer von der VfL Osterspey. In den ersten 20 Minuten noch glücklos. Ist tatsächlich auch das erste Mal, dass er länger als 21 Minuten Anlaufzeit braucht im dritten Spiel, bis er mal trifft. In den anderen beiden Spielen hat es meistens weniger gebraucht. Im Schnitt tatsächlich 12 Minuten, bis Adrian Knoop heiß gelaufen ist. Diesmal ist es ein Gegner von anderem Kaliber, Aweiler BC, der nur knapp am Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz sah, in unsere Oberliga gescheitert. Waren letzten Endes Zweiter in der Tabelle und konnten sich dann in der Relegation gegen den FV Dudenhofen sowie den Saarlandliga-Vertreter nicht durchsetzen. Am Ende des Tages setzte sich auch der FV Dudenhofen dann durch und spielt kommende Saison mit uns um Punkte. Stahl. Auf Daniel von der Bracke. Von der Bracke, flaches Passspiel da auf Knoop. Knoop auf Panagiotis. Der auf Leon Waldminghaus. Waldminghaus. Gut gemacht. Zurückgespielt auf Hatzic. Hatzic auf von der Bracke. Aber er rückt jetzt nochmal raus. Möchte die TuS-Akteure ins Abseits stellen. Leon Gietzen. Richter Gietzen. Und wieder geht's hinten rum. Ja, das sieht sehr, sehr defensiv aus, was Aweiler da spielt. Waldminghaus auf Panagiotis. Der Chip da in den 16er missglückt nur relativ knapp. Aber die TuS bleibt im Ballbesitz. Aweiler klärt relativ blind. Die TuS stellt da, wo sie zu stehen hat. Sehr, sehr dominantes Spiel der Schengel. Knoop auf Leon Waldminghaus. Waldminghaus spielt nochmal raus auf Rieder. Schengel wollen über die Flügel kommen. Rieder auf Käferbitz. Felix Käferbitz kann den Ball dann nicht halten. Und ja, auch der Arnold Schacker, der hat dann nochmal ein bisschen gezuckt. Gefällt ihm nicht. Wir müssen die Chancen erzwingen, Männer. Das kann ja nicht sein, dass das hier fast wie beim Handball immer hin und her geht. Den Gegner am eigenen 16er festkesselt. Und jetzt vielleicht mal Leon Gietzen. Gietzen mit der Flanke und Käferbitz. Und da ist es. 1:0. Klasse Spielzug unserer Schengel. Gut gemacht. Und auch für Felix Käferbitz startet die Saison endlich mal mit einem Torerfolg. Sein erster Treffer in der aktuellen Testspiellaufzeit. Felix Käferbitz nach exzellenter Vorbereitung. Danke, Sammy. Mit dem 1:0. Und ihr merkt es, ich höre hier absolut gar nichts. Das heißt, ich habe hier auch gerade keine Torhymne gehört. Hat mich so ein bisschen Mühe und Kraft und Nerven gekostet, das Ganze hier perfekt zum Laufen zu bringen. Also 25 Minuten gespielt. Die TuS führt mit 1:0. Klasse Kopfball von Felix Käferbitz. Noch bessere Vorarbeit von Leon Gietzen. Jugend forscht bei der TuS Koblenz. Jugend spielt sich ein. Starkes Tor, schreibt Sebastian Kläsken. Absolut richtig. Von der Bracke auf Panagiotis, der auf Käferbitz, Käferbitz auf Hatzic, Hatzic schickte Leon Waldminghaus,
Waldminghaus da an der Eckfahne. Kurzer Ball. Und Avala kann jetzt klären. Gut gemacht da von der TuS Waldminghaus. Klasse Balleroberung. Gut gemacht. TuS definitiv das bessere Team. Wenn jetzt auch mit dem Ballverlust hier. Einwurf für den ABC. René Ebersbach wirft den Ball jetzt ein. Von der Bracke auf Stahl. Schenken über die linke Seite. Knob auf Gießen. Und Stahli zeigt es auch nochmal an. Schneller spielen. Schneller spielen. Wir haben den Raum da auf der rechten Seite. In Form von Daniel von der Bracke. Von der Bracke zurückgelegt auf Stahl. Stahl wieder auf von der Bracke. Hatzic. Und wieder auf Gießen. Schengel machen das gut. Richter. Gutes Zusammenspiel. Ball kommt über Umwege auf Käferwitz. Hatzic auf von der Bracke. Wird er den Ball jetzt reinbringen? Daniel von der Bracke. Ja, lässt er seinen Gegenspieler gut stehen. Schickt Panagiotis. Klasse gemacht. Flache Hereingabe und Waldminghaus um Zentimeter am Torerfolg vorbei. Nach guter Hereingabe da von Latru Panagiotis. Avala kann mit Mühe und Not zum Eckball klären. Hier nach 28 Spielminuten. Richter mit dem Eckball. Ecke kommt rein. Und der Ball kommt tatsächlich gefährlich durch. Aber Jan Rieder wurde da zurückgepfiffen. Freistoß für den ABC. Alex Gore. Oh, nächster schludriger Ballverlust. Knob auf Waldminghaus. Leon Waldminghaus auf Käferbitz. Käferbitz auf Knob. Knob kann sich dann nicht durchsetzen. Schengel vertändeln die nächste gute Gelegenheit hier. Und Aweiler, boah. Also, ich weiß nicht, was die hier heute machen wollen. Sieht mir mehr nach Seepferdchenabzeichen aus. Der ABC schwimmt gewaltig. Und das nicht gerade konstant. Panagiotis wird den Ball einwerfen. 29. Spielminute. Käferbitz. Panagiotis. Dagegen zwei setzt sich da gut durch im Dribbling. Panagiotis. Und dann, ja, der Pass kam dann nicht an. Aber, oh, ich wollte schon den Ball als gewonnen deklarieren. Aber der ABC kann ihn sich tatsächlich behaupten. Einwurf wieder René Ebersbach. Und Waldminghaus will da den Einwurf zugesprochen bekommen. Schiedsrichter erfüllt ihm diesen Gefallen nicht. Ebersbach. Nächster Einwurf für die Schengel. Softic. Auf Panagiotis. Und Waldminghaus auf Stahl. Schengel mit guter Ballverlagerung. Ball kommt tatsächlich auf Rieder an. Sah zuerst so aus, als würde oder als sollte der Ball zu Gießen kommen. Und jetzt Stahl. Das ist eine Monstergrätsche. Das ist überragend, dieser Michael Stahl. Ja, ja, das ist die Erfahrung von Zweitligaspielen, von Drittligaspielen, Viertligaspielen. Selbst ein kurzes italienisches Intermezzo wäre fast drin gewesen. Im Jahr 2010, 2011. Unser Kapitän Michael Stahl, den bringt wirklich nahezu gar nichts aus der Ruhe. Einwurf. Gießen wieder auf Stahl. Das ist ein Defensivbollwerk, das ganz, ganz schwer zu überwinden ist von der Bracke. Trotzdem scheint da am Spielfeldrand Arnold Schacker nicht zu 100% zufrieden zu sein. Wo
obgleich ich auch sagen muss, Unzufriedenheit sieht ja ganz, ganz anders aus. Also Ahrweiler hat hier derzeit noch nichts zu melden. Ebersbach auf Alex Gore. Gore, ja, mit dem Abschlag. Und da ist es wieder Michael Stahl. Das ist der Wahnsinn. Schengel gewinnen hier jeden Ball. Adrian Knob. Och, ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Ich habe gedacht, jetzt wäre es soweit. Ja, Goalgetter-Qualitäten weiterhin beweisen. Adrian Knob, gut gemacht. Schengel sind hier mit Abstand das deutlich bessere Team. Hallo Sammy, schreibt übrigens Bianca Weiß. Sammy freut sich, sagt Hallo zurück, ne? Ja. Freistoß. Für den ABC, ja, jetzt konnte es mal kurz gefährlich werden, aber Michael Stahl, das sieht so einfach aus, was der Stahli da macht, als wäre der Ball in Zeitlupe dann Bewegung, trifft das Leder so, wie er es zu treffen hat. Waldminghaus auf Panagiotis. Panagiotis auf Hatzic. Hatzic kommt dann nicht ganz ran, schade. Aber die TuS setzt da gut nach. Käferbitz, klasse gemacht. Dagegen Paul Gemein, der sich den Ball allerdings wieder erkämpft. Und so ist Ahrweiler jetzt in der Vorwärtsbewegung über Steffen Thelen. Steffen Thelen will da gemein in Szene setzen, aber TuS passt auf. Und langer Ball da jetzt auf Knob. Knob da mit dem Flugkopfball. Ich hätte schon fast gesagt, wie Robin van Persie damals in der EM 2012. Da hat noch ein bisschen was gefehlt. Und Sebastian Kläskin schreibt es gerade richtig. Junge, der Knob, der gefällt mir. Unbekümmert und direkt immer auf die Kiste. Aber genau das ist doch, was wir brauchen, oder? Genau das ist eine geile Sache. Adrian Knob, wenn auch kein junger Spieler, 27 Jahre alt, aber unbekümmert wie Sau. Der Hauch eines Kreisliga-Fußballers, der die Liga komplett zerschossen hat. Stahl auf Gießen. Michael Sonja Weinand und Jan Gebenroth schreiben jetzt auch. Hi Sammy. Hallo. Ganz laut. Hallo. Hallo. Liebe Grüße von Sammy. Käferbitz. Von der Bracke. Von Percy war 2014. Vielen Dank, Destiny Hope. Und es gibt den nächsten Einwurf für die TuS. Gut gemacht da von Jan Rieder. Ja, also Levi LP schreibt nochmal, wenn Knob keinen Vertrag kriegt, falle ich vom Glauben ab. Das Tor war Felix Käferbitz, das stimmt. Käferbitz hat das 1:0 gemacht. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt... Achso, Sascha F. hat gefragt. Ja, Felix Käferbitz hat das Tor gemacht. Vorlage kam von Leon Gießen. Wenn der Knob keinen Vertrag kriegt und so weiter und so fort, es soll ja heißen, dass Knob, Tarik Karisik und Tizian Christ, allerdings der für die U19 bereits unterschrieben haben. Das zumindest gibt Transfermarkt.de her. Dementsprechend bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir den Knob auch länger im Trikot der TuS begutachten dürfen. 35. Spielminute. Der Freistoß eben landete sofort in den Arm von Alex Gore, aber Panagiotis macht das gut. Ah, schade, verliert er den Ball. Das war ein bisschen zu leichtfertig und Paul Gemein macht das gut, holt da den Freistoß raus. Das war wirklich zu leichtfertig da von Panagiotis. Och, aufpassen Schengel. Da ist Sam Schüring einfach mal durchgestartet und Ahrweiler mit der Gelegenheit. Da ist der Mann mit der Rücke Nummer 9, Yashar Hayit, der den Ball nicht am Abwehrspieler vorbei drücken konnte. Die TuS kann klären. Hatzic. Jetzt bloß nicht in so einen klassischen Schlendrian verfallen, dass man sich anlaufen lässt. Ahrweiler macht das hier jetzt besser als noch in den ersten 30 Minuten. Endlich sieht das mal so ein bisschen nach einem etwas
offeneren Spiel aus. Nach einem etwas verteilteren Spiel. ABC kommt wieder über die rechte Seite, aber nee, nee. Der Stahl, der lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Abstoß für Dieter Pauken. Weil es ein Testspiel ist. Von der Bracke auf Panagiotis. Schengel dominieren hier weiterhin das Spiel. Nach 37 Minuten. Hatzic. Auf von der Bracke auf Stahl. Stahl auf Hatzic. Schieben den Ball immer weiter hin und her. Gutes, geordnetes Kurzpassspiel. Nichts ist es hier mit langen Bällen. Nur wenn die Bälle... Ach, schade. Panagiotis kommt da nicht an und nimmt da noch den Fotografen, den guten Tom Hart, mit. Also der entscheidende Schritt fehlt mir bei Panagiotis. Immer noch so dieser Ticken, Geilheit, Gierheit, dass man auch so einen Ball nochmal erreicht. Das fehlt mir. Vielleicht sind die Bälle auch einfach noch ungünstig angekommen. Tos jetzt wieder in der Offensivbewegung. Rieder. Ah, Rieder! Mit dem nächsten Ballverlust. Und jetzt ist es der Schiedsrichter, der wohl keine Luft ist. Und es geht tatsächlich mit Schiedsrichterball weiter, mit Hochball weiter. Fairplay von Ahrweiler. Auch selten gesehen, dass der Ball gleich zweimal an den Schiedsrichter prallt. Regelung, dass der Schiedsrichter Luft ist, ist ja, glaube ich, seit dieser Saison außer Kraft getreten. Leon Waldminghaus macht das gut auf Käferbitz. Käferbitz da wieder auf Waldminghaus. Waldminghaus versucht da, den Ball rein zu chippen. Das ist Rieder. Ah, kann den Ball nicht im Spiel halten. Jan Rieder nicht mit seiner besten Leistung, ohne ihm was Böses zu wollen. 38 Minuten gespielt. Tuss macht das gut. Panagiotis, schlechter Kopfball. Den kannst du auch wirklich besser an dem Mann spielen. Aber Stahl, ja. Er ist da ganz routiniert zur Stelle. Also, dass der Regionalliga spielen kann, ich glaube, das ist unbestritten. Also, das hat er auch schon unter Beweis gestellt. Ich meinte jetzt einfach noch, in der jetzigen Verfassung würde es mit Sicherheit immer noch für die Regionalliga reichen bei Michael Stahl. Richter auf Eldin Hatzic. Hatzic, ja, Pass ein bisschen zu hoch gechippt da tatsächlich. Der Ball auf Käferbitz. Gietzen. Der Rücke Nummer 17. Gietzen auf Stahl. Aber da zieht sich jetzt wieder zurück. Käferbitz. Felix Käferbitz hält da den Ball im Spiel, aber schlechtes Passspiel. Der ABC könnte jetzt tatsächlich kontern. Tun sie es auch? Ja, Michael Stahl. Boah, gegen zwei. Und wird dann jetzt noch gelegt. Gut gemacht, Michael Stahl. Hätte sonst brenzlig werden können. Und da macht sich auch gleich der Mann mit der Rückennummer 22 unten am Bildrand, seht ihr es gerade, im grünen Trikot, bereit. Das ist ein Probespieler für die Torhüterposition. Sein Name Luka Woloschin. Seine Mission: einen Vertrag kriegen. Derzeitiger Marktwert 25.000 Euro. Viermal hat er in der Regionalliga Bayern in der vergangenen Saison gespielt. Dazu einmal im Pokal. 6 Gegentore gab es in diesen 5 Spielen. Und das Ganze für den VfB Eichstätt. 1,86 groß. Luka Woloschin, 21 Jahre jung. Wird sich gleich bereit machen für den zweiten Durchgang. Im ersten Durchgang sind es noch 5 Minuten in etwa, bis wir die ersten 45 Minuten geschafft haben. Weiterhin steht es hier 1:0 durch den Treffer in der 24. Spielminute von Felix Käferbitz, der nach exzellenter Vorarbeit durch Leon Gietzens Flanke da auf der linken Seite profitieren konnte und per starkem Kopfball eingenetzt hat. Vielleicht gibt es ja jetzt noch was. Hatzic, Eldin Hatzic in der Vorwärtsbewegung.
auf Panagiotis. Der wieder auf Hatzic. Giotis und Knob da auf rechts. Knobs Passspiel dann allerdings eher schludrig als gut, als stark. Und der ABC wieder mit dem Aufbauspiel. Das allerdings sofort wieder bei der TuS landet. Das ist extrem erschreckend, was der ABC hier spielt. Stahl auf Richter, Richter auf von der Bracke. Käferbitz, ah, per Hacke, ja, Spitzhacke, 1, 2, 3. Ja, ja, da steht auch der Chaka wieder ganz schnell und sagt, spiel einfach. Ja, ja, das muss ein Käferbitz anders lösen, ganz, ganz klar. Mit der Hacke ist der Ball ganz schnell weg. Und ein ganz, ganz bekanntes Kommentatoren-Duo hat man gesagt, Zauberfuß am Zuckerhut kannst du dann spielen, wenn du 6-1 führst. So auch in dieser Situation. Auch wenn es nur ein Testspiel ist. ABC jetzt nochmal in der Vorwärtsbewegung. Sieht tatsächlich gut aus. Distanzschuss, aber naja. Da kann Dieter Pauk nur müde, ganz, ganz müde lächeln. Darf den Ball da jetzt in Ruhe abstoßen. Und jetzt werden auch die Schatten länger. Mal gespannt, was das für den zweiten Durchgang bedeutet. Wenn ich mal durchzählen müsste, wie viele Testspieler wir denn noch auf der Bank hätten, dann zähle ich 4, 5, 6, 7 Jungs. Also munter durchmischen könnten wir da tatsächlich noch. Wenn Lobaki einsatzbereit ist, dann wären es tatsächlich 19 Spieler, also 8 Einwechselspieler. Warten wir mal ab. Hatzic auf Leon Gietzen. Stahl. Wahrscheinlich jetzt wieder in der Vorwärtsbewegung. Aber da steht ganz, ganz kompakt. Und Waldminghaus bleibt dabei sein Passspiel hängen. Panagiotis macht das gut. Zieht er jetzt mal nach innen. Passspiel auf Knob kommt an. Adrian Knob, was macht er da? Legt nochmal raus auf Rieder. Und Jan Rieder jetzt mal mit dem Flankenball. Ein bisschen der Zielspieler da im Zentrum, der da mit Wucht einfach mal einköpft. Ein bisschen wie es Admir Softic vergangene Saison mal bei den Standards bewiesen hat. Das fehlt mir hier noch so ein bisschen. 44. Minute, Einwurf A, B, C. Und das sieht tatsächlich gut aus. Klasse Kombinationsspieler auf der linken Seite und Hatzic da mit dem Rückpass auf Pauken, der allerdings trotz holpriger Fahrt doch relativ souverän ankommt. Und so die TuS weiter im Ballbesitz. Mittlerweile Ballbesitz ist hier wahrscheinlich das treffende Schlagwort. 75% mindestens der Ball in den Reihen der TuS. Vielleicht sind es auch nur 70%, aber ein ganz, ganz deutliches Übergewicht. Schiedsrichter guckt ein erstes Mal auf die Uhr. Ich denke mal, es wird nicht allzu lange nachgespielt werden. René Ebersbach jetzt mit dem Einwurf. Und jetzt könnte tatsächlich Knob nochmal Käferbitz schicken. Macht er auch. Felix Käferbitz zieht da nach innen auf Adrian Knob. Knob. Und da knallt es natürlich. Adrian Knob, 45. Spielminute. Es knobt mal wieder im Stadion Oberwerth. 5. Treffer im 3. Spiel. Adrian Knob ist on fire und macht da, wo er bei der VfL Osterspey aufgehört hat, weiter. Nämlich mit dem Toreschießen. 2:0 jetzt für unsere Schengel. Und klasse Vorarbeit da von Felix Käferbitz. Schengel haben das gut, haben das geduldig ausgespielt. Knob war
besser positioniert und hat das dann relativ souverän auch geholt. Wie lange läuft die Partie jetzt noch? Das ist hier die alles entscheidende Frage. Hatzic auf von der Brake. Panagiotis von der Brake. Stahl. Oh, Stahl, ja. Auch dem Routiniertesten passiert mal ein kleiner Schnitzer. Nichts, was irgendwie verwerflich wäre. Rieder setzt sich da gut ein. Ball kommt allerdings zurück zum Keeper, zurück zu Alex Gore. Und jetzt müsste es doch gleich vorbei sein. Denkst du, Spiel läuft weiter. Alex Gore rausgelegt auf die Außenbahn. Freistoß nochmal ABC. Und jetzt bekommt von der Bracke tatsächlich die gelbe Karte. Hat wohl tatsächlich sich beschwert. Also mit Schiedsrichter Oliver Sonst, der ja eigentlich oder bislang 7 Rheinland-Liga und 2 Rheinland-Pokalpartien gepfiffen hat, ist wohl nicht gut, Kirschen zu essen. Hat da von der Bracke die gelbe Karte in der 47. Spielminute gezeigt. Dani muss jetzt aufpassen. Ja, Oliver Sonst. Alles andere als der eher lockere Typ. Sehr, sehr energischer Antritt auch zu dieser Karte. Und jetzt müsste es auch vorbei sein und so ist es auch. Die Schengel führen durch 2 Tore im ersten Durchgang. Beide Stürmer haben je einmal geknipst, einmal Käferbitz in der 24. Einmal Adrian Knob in der 45. Und das Endresultat oder das Zwischenresultat heißt dementsprechend logischerweise 2:0. Mit einem 2:0 lässt es sich auch relativ ruhig in die Pause gehen. Und ich würde mal ohne Umwege sagen, wir hören uns einfach in 15 Minuten wieder. Wir, das sind an dieser Stelle die Gebrüder oder beziehungsweise die Cousins, Jonathan Behrerts und Raphael Behrerts, der eine an der Kamera, der andere am Mikrofon. Vielen Dank bis hierhin und wir hören uns gleich. Bis gleich. Tschüssi. Es war in einer lauen Sommernacht in Koblenz-Lützel. Ich saß zu Hause mit meinen 11 Bambini und meiner lieben Frau Rosita, als plötzlich, wie aus dem Nichts, eine Stimme zu mir sprach. Hey, Roberto, was machst du zu Hause? Schwing die Hufe, heute spielt die TuS aus Koblenz! La, la, la. Speedy Gonzales, I went for Tannery Road. Stop all of y'all drinking, let the fluzy name flow. Come on home to your adobe and stop some mud on the wall. The roof is leaking like a trailer and lots of roses in the hall. Speedy Gonzales, ich muss noch mal weg. Unser Hund muss zum Friseur und Zahnpasta ist alle. Also arrivederci! Your dog is gonna have a puppy and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. There's some perfume in your ear. Why don't you gonna keep on messing? Don't bring your business back in here. Oh, Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, du wirst es nicht glauben. Ich gehe zufällig am Stadion vorbei und sehe, ich spiele die TuS Koblenz. Thank you.
ihr schon dabei und kämpfte mit um den Pokal. Und in unserer Liga, da sind wir immer Sieger, wir freuen uns mit euch phänomenal. Koblenz werden Fußballträume wahr. Da steigt die Mega-Party am Sonntagnachmittag. Und bei unseren Helden haben andere nichts zu melden. Das ist es, warum ich den TuS Koblenz so mag. Ole, ole, du bist meine Stadt. Du bist mein Verein, wir sind deine Fans. Jetzt geht es richtig los, wir haben die Leidenschaft im Bein. Wir kämpfen immer wieder, unseren Gegner nieder, bald werden wir die Meister sein. Ole, ole, du bist meine Stadt. Du bist mein Verein, wir sind deine Fans, TuS Koblenz. Doch wir bleiben dabei, treue Fans bleiben immer, haben Höhen und Tiefen.
Auch wenn die Finanzen nicht stimmen, können wir trotzdem siegen. Fahren heute nach Siegen, feiern morgen in Trier. Nächste Woche dann in Lautern und danach wieder hier. Das ist Schengelmusik, feiert alle mit los. Nehmt die Hände aus der Tasche und reißt sie in die Luft. Was ist denn hier los? Dieter Pauken hält den Strafstoß von Christian Lakic und es bleibt hier beim 1:0. Steht alle auf, hebt eure Faust, zeigt eure Raute und gebt den Applaus. Koblenz ist da und den Pokal, zieht alle mit und das jetzt gleich nochmal. Steht alle auf, hebt eure Faust, zeigt eure Raute und gebt den Applaus. Koblenz ist da und den Pokal, zieht alle mit und das jetzt gleich nochmal. Gleich nochmal, steht alle auf, hebt eure Faust, zeigt eure Raute und gebt den Applaus. Koblenz ist da und den Pokal, zieht alle mit und das jetzt gleich nochmal. Yeah!
So, der zweite Durchgang erläuft bereits. Zweiten 45 Minuten. Nochmal Testspiel. Kick. Im ersten Test Heimspiel der Saison 2019-2020. Die TuS führt mit 2:0 gegen den Rheinlandligisten aus Ahrweiler gegen den Ahrweiler BC. Durch Tore von Felix Käferbitz und Adrian Knob in den Anfangsminuten. Das Erste, was ich verzeichnen kann, ist, dass es lediglich einen Spielerwechsel gegeben hat und dieser fand im Tor statt. Gewechselt wurde nämlich wie folgt: Dieter Pauken, der Mann mit der Rückennummer 1, hat Feierabend und neu im Tor ist der Testspieler mit der Rückennummer, ja, was ist es denn? Das ist die Frage. Das ist die Frage mit der Rückennummer 22, wenn ich mich nicht täusche. Genauso ist es mit der Rückennummer 22. Luca Woloschin vom VfB Eichstätt. 4 Spiele in der Regionalliga Bayern hat er mittlerweile absolvieren können. Dazu kommt noch 1 im Bayerischen Pokal. Einen Marktwert von 25.000 Euro kann der 21-Jährige verzeichnen derzeit. Also vielleicht das Talent für unsere TuS im Tor hinter Dieter Pauken. Und dann haben wir natürlich eben jenen Tizian Christ, der von Lauterns U19 kam, der allerdings dann erstmal noch ein Jahr A-Jugendfußball bei uns spielen wird. Gietzen auf Jan Rieder. Rieder mit dem ersten Flankenball. Ja, aber er klärt. Und die TuS ist tatsächlich erschreckend offen da in der Defensive. Müssen aufpassen. Aber Avala zu behäbig. Zu unkontrolliert. TuS im Ballbesitz. Ob der ABC gewechselt hat, das vermag ich gerade gar nicht zu sagen. Das ist relativ schwierig auch auszumachen. Kann durchaus der Fall sein. Aber sicher bin ich mir da nicht. Von der Bracke. Auf Knob. Spiel läuft weiter, gut gemacht. Waldminghaus da auf Felix Käferbitz. Käferbitz, ah, legt auf Richter ab. Ball ist noch heiß, Marc Richter. Und dann verzettelt er sich. Dann verzettelt sich der Richter. Oh Mann. Gute Gelegenheit hier für die TuS. Aber am Ende waren es irgendwie zu viele Beine. Aber Spiel läuft tatsächlich wieder. Flanke kommt rein. Röder kann erklären. Leon Gietzen. Gietzen gegen alle. Leon Gietzen, was ist das denn? Mal kommt zu Käferbitz. Felix Käferbitz immer noch im Ballbesitz. Aweiler noch in der Kabine. Die TuS legt los wie die Feuerwehr. Felix Käferbitz. Und dann, ja, musst du abziehen, Junge. Musst du abziehen. Gib die nächste Ecke. 48. Spielminute. Auch der Chaka, der zeigt es mir gerade an. Zeigt es dem Peter Auer auch noch an. Schieß doch einfach. Schieß doch. Dann steht es hier 3:0. Ganz einfache Mathematik. Dafür musst du keinen Mathe-Leistungskurs verfolgt haben oder auch kein Sportwissenschaften studiert haben. Schießt du aufs Tor, hast du in der Regel die besten Chancen, statistisch gesehen, ein Tor zu erzielen. Nächster Freistoß für die TuS. Der ABC ist noch komplett am Schlafen. Komplett am Schlafen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jungs da gerade getestet werden. Auf dem Papier sind keine Testspieler notiert. Ach, Käferbitz. Und dann sehen sie hier mitunter einer der Höhepunkte des Spiels. Denn Alex Gore hat, glaube ich, ein wenig Zaubertrank, vom Zaubertrank von Asterix und Obelix getrunken. Wie er den Ball da festhält, das ist allererste Sahne. Ganz, ganz hohe Fußballkunst. Hält er die hundertprozentige Gelegenheit von Felix Käferbitz einfach so fest aus kürzester Distanz. Aller Ehrenwert. Harzic. Stengel mit dem gleichen Spiel wie zu Beginn des Spiels. Deutliche Überlegenheit. Der ABC wartet ab und rennt erst in der eigenen Hälfte an. So kommen eben die Räume zustande und es gibt keinen Elfmeter, keinen Freistoß, es gibt Abstoß für den ABC, Ball war im Aus.
Panagiotis war es gewesen. Und das ist auf einmal Waldminghaus, Leon Waldminghaus. Und also ABC, ich weiß nicht, was die Jungs hier gerade zustande bringen. Es ist nicht viel Gutes. Geetzen legt sich da den Ball ein Stück zu weit vor. Und Knob jetzt nochmal mit Geetzen. Sind da gut zur Stelle. Also ich weiß auch gar nicht, wie lange der ABC derzeit im Training ist, aber das ist kein körperbetontes Spiel. Die TuS ist deutlich überlegen. Das ist schludrig, das ist schlampig, das ist schlecht. Das ist nicht mal Landesliga-Niveau, was der ABC da spielt. Sorry für so ein vernichtendes Zeugnis, aber derzeit... Ja, Fehlpass da von Stahl. Derzeit sehe ich wenig gute Ansätze beim ABC. Auch der Pass jetzt. Ja, vom Fehlpass Michael Stahls resultiert ist. Kann nicht verwertet werden. Jetzt mal Käferbitz. Ja, wird er gelegt. Schiedsrichter pfeift natürlich ab. Und hat er da Probleme? Nee. Beim Schiedsrichter geht es weiter. Bei Felix Käferbitz geht es weiter. Und der Torwart bekommt jetzt auch nochmal eine Standpauke vom Schiedsrichter. Also der hat es jetzt auch mit seinen Ermahnungen. Der Schiedsrichter ist jetzt nochmal im Gespräch mit Alex Gore. Und macht ihm unmissverständlich klar, dass es beim nächsten Mal da den gelben Karton zu sehen gibt. Freistoß für Marc Richter. Freistoß für die TUS. 52. Spielminute, nächste Gelegenheit zu erhöhen. Außer von der Bracke Waldminghaus und Hatsch. Außer Hatzic, Gietzen und Waldminghaus sind sämtliche Spieler am oder im 16er. Und so wird es jetzt die nächste Gelegenheit geben. Panagiotis wird jetzt den Eckball reintreten. Chakas will sehen, was dieser Mann jetzt am runden Ball kann. Vom ASV Neumarkt aus der Bayernliga gekommen ist das falsche Wort. Derzeit ist Panagiotis ja nur ein Testspieler. Aber hat in der Bayernliga und auch vereinzelt in der Regionalliga schon einzelne Einsätze verzeichnen können. Und das macht er gut. Diesen Eckball hier auf Michael Stahl. Klasse gemacht. Um Zentimeter am Tor vorbei. Ach, Waldminghaus verschätzt sich da. Und jetzt hat Aweiler ein erstes Mal Platz. Paul Gemein. Über die linke Seite. Gemein kann da den Ball reinflanken. Und oh, da können wir durchatmen. Da können wir durchatmen. Das war die Monsterchance. Und tatsächlich auch die erste gute Gelegenheit im Spiel für den ABC. Da waren sie auf der linken Seite offen. Waldminghaus hat sich verschätzt. Kein Spieler kam da an den Ball. Und am Ende ist es Sam Schüring, der Mann mit der Rückennummer 2. Der tatsächlich sehr, sehr gute Ansätze beweist. Sehr viele Vorstöße nach vorne. Und gerade um Haaresbreite verzogen hat. Knob. 5 Tore in 3 Spielen. Das ist Adrian Knob. Mittlerweile in jedem Spiel erfolgreich gewesen. Und jetzt war Gore gegen Jan Rieder. Jan Rieder wird da gelegt. Jan Rieder. Immer noch Rieder. Schießt da Gore an und kann da den Torhüter tatsächlich nicht überwinden. Jan Rieder glücklos nach 54 Minuten. Schade, schade. Aber es ist bezeichnend, also wie viele Bälle der ABC da am Vertrudeln, am Verschlampen ist, das ist erschreckend. Waldminghaus schickt da jetzt nochmal Adrian Knob auf den langen Pfosten, da ist noch Rieder, kommt der dran und auch Rieder verspringt da der Ball. Und jetzt wird es den Doppelwechsel geben. Ich sehe zum einen Linus Schulte-Wissermann, der endlich in die Partie kommt. Und zum anderen muss sich mal in die Trickkiste greifen. Das ist ein Blondschopf, der da gleich reinkommen wird. Und das müsste, wenn ich mich nicht täusche. Ist das Dominik Fuß? Gerade ganz unsicher. Hat sich jetzt erstmal auf der linken Seite.
Und Ahrweiler kontert jetzt mal über die linke Seite. Das ist gemein. Passspiel kommt nicht an. Schlecht. Und Schalke zeigt es nochmal an. Gleich wird es einen Wechsel geben. Spieler mit der 5 und der 6 kommen in die Partie. Es könnte unter Umständen tatsächlich Dominik Fuß sein, der dann in die Partie kommt. Ist gar nicht auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt. Sowie Linus Schulte-Wissermann. Auch Ahrweiler wird gleich wechseln. Die ersten zwei kommen gleich ebenso in die Partie. Panagiotis auf Hatzic jetzt nochmal. Die Schengel über die linke Seite. Können sie vielleicht Früchte über Leon Gietzens Weg ziehen? Ja, da wird er gefoult. Es muss eigentlich auch nochmal den gelben Karton geben. Schiedsrichter belässt es da trotz taktischen Foulspiels bei einer Ermahnung und einem Freistoß. Und jetzt gibt es den Wechsel. Marc Richter und Leon Waldminghaus verlassen die Partie, haben nach gut 57 Minuten ausgedient. Gute Partie von beiden Jungs, die sich noch am Entwickeln sind. Gebt den Applaus. Klasse gemacht. Jugend forscht Marc Richter und Leon Waldminghaus runter. Und neu in der Partie Linus Schulte-Wissermann mit seinem ersten Herrenspieleinsatz, mit seinem ersten Pflichtspiel im Herrenfußball. Und ich glaube mit Dominik Fuß, der jetzt gerade da kurz im Ballbesitz war. Bin mir da allerdings auch nicht sicher, ob das wirklich Dominik Fuß ist oder nicht. Panagiotis. Wieder Latru Panagiotis. Wird er erneut gefoult und hält sich da jetzt auch den Kopf. Kann er weitermachen? Das ist hier die Frage. Panagiotis kann weitermachen. Schiedsrichter justiert hier die Mauer. Panagiotis bleibt am runden Ball stehen. Und die Schengel mit der nächsten Standardgelegenheit. Panagiotis hat es ja eben noch gut gemacht, der Testspieler aus Neumarkt beim Eckball. Jetzt kann er sich erneut beim nächsten Rundenball beweisen. Flanke kommt scharf rein, aber Tuss kann nichts draus ziehen. Leon Gietzen jetzt mal auf der rechten Seite, hat mit Von der Bracke die Position getauscht. Von der Bracke auf links, Gietzen auf rechts. Von der Bracke auf Rieder, Jan Rieder. Gegen seinen Ex-Club noch relativ glücklos in seinen Aktionen. Aber alles in allem hier doch eine relativ solide Partie der TuS. Gietzen setzt sich da gut durch, bleibt dann allerdings hängen. Schade. Wissermann mit seinem ersten Foulspiel. Und jetzt gibt es auch den Spielerwechsel beim ABC. Runtergehen zum Eimer oder reinkommen die Spieler mit der Rückennummer 13, mit der Rückennummer 12. Das sind Yannick Schweigert und Furkan Kalin. Eher Kategorie Stammspieler Potenzial und rausgehen auf der anderen Seite des Feldes. Einmal der Mann mit der Rückennummer 3, Steffen Thelen, und einmal der Mann mit der Rückennummer 7, René Ebersbach. Zwei Defensivakteure für den ABC neu in der Partie. Auch eher etwas erfahrenere Spieler. Knob, Traumpass da auf Käferbitz. Der startet allerdings oder startet vielleicht ein Ticken zu spät oder Ball ein Stückchen zu spitz gespielt. Schade, schade. Und die TuS weiter im Ballbesitz. Hatzic legt den Ball da auf Dominik Fuß. Dominik Fuß auf Jan Rieder. Jan Rieder. Und da ist wieder Alex Gore im Tor. Der Ahrweiler Klubberer zur Stelle. Oh, Stahl. Wird er jetzt den gelben Karton sehen. Gefährliches Spiel. Nee, Schiedsrichter belässt es hier beim Foulspiel. Und versuchen sie es einfach mal direkt. Aber Torhüter Luka Woloschin ist da zur Stelle.
Stahl auf Hatzic, Hatzic auf Dominik Fuß. Dieser auf Wissermann. Von der Bracke schickt jetzt nochmal Panagiotis. Ball kommt allerdings nicht an. Aber der ABC, es ist ein unglaublich schwaches Abspiel. Schnell eingeworfen, Panagiotis da auf Knob. Knob mit der Hereingabe, allerdings ohne Abnehmer. Käferbitz muss sich da anbieten. Und Panagiotis holt da den Einwurf raus. Gut gemacht. 61 Minuten gespielt. Halbe Stunde haben wir also noch. Zwei Spieler machen sich noch bereit. Das dürfte zum einen Jana Günes sein. Und zum anderen, wenn ich mich nicht täusche, müsste das entweder Tarik Karisik oder Karisik und oder Bogdans Samoilov sein. Einer von beiden wird heute nicht mit dabei sein. Ich tendiere eher dazu, dass Karisik nicht dabei ist. Aber das kann ich erst gleich erörtern. Das macht ihr weiterhin. Das Spielgeschehen gibt hier weiter den Ton an. Einwurf ABC. Dabei verspringt er erneut, wenngleich der ABC den Ball auch in der Hand halten kann. Und jetzt, ja, ein Raunen geht da durchs Stadion, mit ein paar einzelnen Lachern gefolgt. Da haben sie schon fast gehofft, dass der Ball direkt ins eigene Tor fliegt. Das wäre natürlich ein Ding gewesen. Den hätten wir in Zeiglers Fußballwelt schicken können, als Kaktor des Jahres. Ja, zumindest ein heißer Kandidat geworden, Dominik Fuß. Jetzt nochmal in der Vorwärtsbewegung, schickt da Felix Käferbitz. Käferbitz muss querlegen, guter Haken und der Spieler mit der Rücke Nummer 7, unser Felix Käferbitz. Leider, leider im Abseits, sonst hätte ich hier tatsächlich den Hang zum Elfmeter gehabt. Ah, Käferbitz will da nochmal dran. Und Schengel mit ruhigem, unaufgeregtem Aufbauspiel. Das sieht gut aus, das sieht eingespielt aus. Panagiotis jetzt nochmal mit dem langen Ball. Dieser kommt nicht an, aber der Knob, der befindet sich da im Hintergrund. Adrian Knob auf Wald, nee, nicht auf Waldminghaus, auf Linus Schulte-Wissermann. Tatsächlich, da muss man sich so ein bisschen an die Optik gewöhnen. Nicht, weil Wissermann besonders schön, besonders hässlich ist. Oh, 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 jetzt müssen wir aufpassen. Jan Rieder sieht hier den gelben Karton gegen seinen Ex-Kollegen. Was ich eigentlich sagen wollte, Schulte-Wissermann sah von hier oben so ein bisschen aus wie Leon Waldminghaus, auch im zentralen Mittelfeld aktiv. Jetzt bei genauerem Hinsehen natürlich nicht. Muss ich einfach nur dran gewöhnen an die ganzen neuen Namen. Ich bin unglaublich froh, dass wir die Jungs hier willkommen heißen dürfen. Röder jetzt mit dem Freistoß und weiß tatsächlich auch nicht, wohin er den Ball spielen soll, schießen soll. Einfach mal hoch und weit in die Spitze gespielt. Stahl ist da zur Stelle. Und die Schengel wieder in der Vorwärtsbewegung. Wissermann auf Fuß. Fuß macht das klasse. Käferbitz kann da Jan Rieder schicken. Rieder mit der Flanke bleibt hängen. Und es gibt jetzt nochmal einen nächsten Einwurf für die Schengel. Rieder wird den Ball einwerfen. Und jetzt entscheidet der Schiedsrichter tatsächlich auf falscher Einwurf. Und Einwurf für den Ahrweiler BC. Wird gleich den Wechsel geben. Jana Günes kommt gleich in die Partie, der Mann mit der Rücke Nummer 12. Ein eher offensiver Akteur.
Kategorie Sturmspitze. Jetzt erstmal Panagiotis. Kann da nochmal seine Qualitäten zeigen. Felix Käferbitz. Käferbitz. Ja, Felix Käferbitz vertändelt den Ball da nicht. Spielt den Ball gut raus auf Rieder. Und die Hereingabe von Rieder wieder zu schwach. Zu schwach gespielt hier von Jan Rieder. Läutet hier somit gleich wieder den Konter des ABCs ein. Aber die sind bekanntlich am heutigen Abend nicht sonderlich gefährlich. Stahl. Auf von der Bracke, dem verspringt der Ball und es gibt Einwurf für den ABC und es gibt den Wechsel für die TuS. Raus geht der Mann mit der Rücke Nummer 7, Felix Käferbitz, Torschütze heute zum 1:0 nach guter Vorarbeit von Leon Gietzen. Käferbitz per Kopf erfolgreich, hat ein gutes Spiel gemacht, sein Tor erzielt. Also Käferbitz mit seinem Soll erfüllt und jetzt Jana Günes, Spieler mit der Rücke Nummer 12, der Partner in vorderster Front von Adrian Knob. Jana Günes, A-jugendlicher Spieler, in der vergangenen Saison bereits einen ersten Einsatz verzeichnen durfte gegen Emmelshausen. Für wenige Minuten schon mit in der Partie. Rieder jetzt mit guter Defensivleistung. Und jetzt Jana Günes ein erstes Mal im Ballbesitz. Schickt da Dominik Fuß. Dominik Fuß, dagegen zwei auf Knob, das ist Günes, Günes scheitert. Den muss er machen, den muss er machen. Ganz, ganz herausragender Spielzug der TuS. Einzig allein der Torabschluss hätte besser erfolgen müssen. Da von Jana Günes, der mit seiner ersten Gelegenheit. Also ein bisschen die Eiseskälte vor dem Tor, die wünscht man sich natürlich nochmal bei so einem jungen Spieler, aber die kann er natürlich noch nicht haben. Eckball jetzt Panagiotis von der rechten Seite. Ecke kommt rein, überquert allerdings vorerst auch die Torauslinie, gibt Abstoß für Alex Gohr im Kasten des ABCs. Weil er wird jetzt wieder enorm angerannt und ja, ob man den zurückpfeifen muss, weiß ich nicht. Schiedsrichter macht es allerdings. Foulspiel von Schulte Wissermann. ABC jetzt wieder in der Vorwärtsbewegung. Die TuS presst einfach so aggressiv, dass er nichts wirklich zustande kommt. Das haben sie jetzt mal gut gemacht. Für Räume gesorgt. Rieder, nee, Panagiotis musste da aufrücken. Und jetzt hat der ABC mal Platz. Am langen Pfosten ist Schweigert. Der Ball kommt allerdings zu Gietzen. Situation immer noch gefährlich. Und da streift der Ball tatsächlich die Latte, nachdem der Torhüter Luca Woloschin mit den Fingerspitzen noch dran war. Den Ball ans Gebälk rettet. Glanzt hat hier von ihm. Klasse gemacht. Herausragend. Das war stark, das war überragend. Nächste gute Gelegenheit für den ABC. Jetzt die zweite im heutigen Spiel. TuS da natürlich mit deutlichem Übergewicht. Aber das hat sich der ABC hier erarbeitet in dieser Situation. Die Fehler der TuS, die Räume der TuS genutzt. Und fast, und ich betone hier fast, die Situation auch nochmal verwertet. Ecke jetzt mal von der rechten Seite. ABC, Ball kommt gefährlich rein. Stahl ist da zur Stelle. Natürlich ist Stahl da zur Stelle. Und dann nochmal. Guter Torabschluss von Mann mit der Rücke Nummer 6. Hier ist er eingetragen als Niklas Röder. Das stimmt natürlich nicht, denn Röder trägt hier die 17. Dementsprechend unbekannt, der Schütze des gerade gefallenen Torschusses. Stahl. Auf Daniel von der Bracke. Versucht der Panagiotis zu schicken, kommt nicht dran.
ABC wird gleich noch zweimal wechseln. Gleich kommen noch Finn Götte und Hubertus Wolf in die Partie. TuS darf nach wie vor noch einmal einen Wechsel vornehmen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Mann mit der Rückennummer 5 Dominik Fuß ist. Je länger ich darüber nachdenke, könnte das auch unter Umständen Samoilovs Bogdan sein. Bogdans. Oder alternativ auch Tarik Karisik. Warten wir mal ab. Es könnte durchaus noch Tarik Karisik sein. Eher Tarik Karisik als Bogdans. Aber der letzte Wechsel ist weder Bogdans noch Karisik, wenn ich mich da nicht täusche. Der letzte Wechsel wird Tobias Joost sein, der jetzt auch seit Montag endlich wieder im Training ist. Bis Oktober bleibt er der TuS erhalten. Dann geht es für ein Studium, meine ich, Richtung München. Freistoß erstmal für die TuS. Panagiotis mit dem Ball auf Stahl. Und Stahl, ja, hat das mal versucht. Gute Idee, gute Idee. Nicht schlecht gedacht, aber auch nicht wirklich gut gemacht. Alex Görr mit dem ruhenden Ball da am Fuß. 20 Minuten haben wir noch, knapp 20, 18 Minuten, 19 Minuten. ABC hat jetzt auch gefühlt nochmal etwas mehr Zeit, bis die TuS auch wirklich am Anrennen ist. Röder. Niklas Röder. Oh, verliert er den Ball gegen Günes. Niklas Röder ja in der TuS-Jugend groß geworden, unter anderem mit Leon Waldminghaus, mit dem er auch ziemlich gut befreundet ist oder relativ gut befreundet ist. In der Jugend zusammengespielt. Der eine spielt jetzt Oberliga bei der TuS, der andere Landesliga beim ABC. Hatzic! Hatzic! Nicht schlecht hier gemacht von Eldin Hatzic. Distanzversuch. Und jetzt kommt Tobias Joost in die Partie und raus geht eben der Schütze, der gerade diesen Eckball erzwungen hat. Eldin Hatzic mit der Rückennummer 10 sucht sich den wahrscheinlich besten Zeitpunkt aus, nochmal ordentlich Applaus zu tanken. Neu in der Partie der Mann mit der Rückennummer 3, Tobias Joost. Und nun haben die Schengel allen Anschein nach das Wechselkontingent ausgeschöpft. Werden jetzt gleich den Eckball treten. Ecke kommt rein, Panagiotis mit dem Eckball, scharf vors Tor getragen. Das ist Tobias Joost, Tobias Joost. Und der ABC kann wieder kontern. Der ABC kann kontern und das machen sie nicht schlecht. Aber von der Bracke und Woloschin ist da, Wahnsinn. Klasse geklärt hier von Woloschin, Panagiotis. Jetzt zusammen mit Rieder da auf der linken Seite, Ball kommt wieder zu Panagiotis. Wissermann zurückgespielt auf Gietzen. Stahl, Wissermann, Linus Schulte, Wissermann. Lässt sich jetzt mal so ein bisschen zurückfallen in die Dreierkette. Gietzen auf Rieder. Und oh, wird ein bisschen getackelt aneinander. Zweikampf, Checking, Bodychecking. Und dann ist es jetzt mal der Mann mit der Rückennummer 5, der zurücklegt auf Joost. Und Joost gerät da so ein bisschen beim Abschluss in Rückenlage und trifft nicht. Ich bin mir nicht sicher, wer da tatsächlich auf dem Feld ist. Es könnte Dominik Fuß sein, es könnte aber auch Bogdan sein. Bin mir da ganz, 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 ganz unsicher. Die Tendenz geht in Richtung Dominik Fuß, wenn ich ihn deuten müsste. Und während des Wechsels würde ich den Kameramann nochmal bitten, einmal ganz kurz auf den Mann mit der Rückennummer 5 ganz nah ran zu zoomen. Vielleicht könnte ich ihn dann erkennen. Der Mann mit der Rückennummer 5 steht da in der Mitte des Sturmzentrums der TuS. Würde ich mal ganz kurz warten, bis er sich vielleicht umdreht. Es müsste Dominik Fuß sein. Okay, vielen Dank, Kameramann.
Es müsste tatsächlich Dominik Fuß eine Viertelstunde noch zu spielen. Gefällt mir übrigens sehr, sehr gut. Das ist auch der Grund, wieso ich hier so scharf auf den Mann mit der Rücknummer 5 aus bin. Wenn es Dominik Fuß ist, dann geht das Lob definitiv an den guten Herrn Fuß. Wenn nicht, dann eben an einen anderen Akteur. Alles in allem eine sehr, sehr starke Leistung vom Spieler mit der Rücknummer 5. Werf mal wieder einen kurzen Blick in den Fanchat. Habe ich schon lange nicht mehr reingeschaut. Zu spannend, zu offen. Ja, offen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber zu unterhaltsam ist hier die Partie. Schulte Wissermann gut im Zusammenspiel da mit Dominik Fuß, den ich jetzt mal einfach so ausschreibe. Knobs Passspiel bleibt hängen und dann ist es Rieder, der da von Röder weggetackelt wird. Und auch da muss man aufpassen, namenstechnisch. Rieder und Röder, da haben sich zwei Ex-Kollegen aneinander gerasselt. Der eine kam von der TuS, spielt jetzt beim ABC, der andere kam vom ABC, spielt jetzt bei der TuS. Gibt natürlich jetzt nochmal die Ermahnung. Herr Umberto fragt, was mit Abdullahi ist. Irene Hackmann prognostiziert, dass die TuS 3-1 gewinnt. Ja, schauen wir mal. Abdullahi, keine Ahnung, ist derzeit nicht da. Das ist das, was ich sagen kann. Das ist das, was ich vermelden kann. Mehr kann ich nicht sagen, weniger allerdings auch nicht. Abdullahi hier heute nicht mit dabei. Ich habe übrigens mittlerweile die Information bekommen, auch die ziemlich sichere Information. Rudolf Gonzalez verlässt die TuS in Richtung Luxemburg. Dort wird er bei einem luxemburgischen Erstligisten anheuern. Auch das ist eine ganz, ganz frische News, die jetzt ganz brandneu heiß und fettig reingekommen ist. Also Rudolf Gonzalez wechselt zu einem luxemburgischen Erstligisten. Zu wem genau, das können wir jetzt noch nicht vermelden. Wissen wir auch einfach noch nicht. Also, safe Quelle, ganz, ganz heiß. Gonzales wechselt in die erste luxemburgische Liga. Wir vom Fanradio wünschen dem sympathischen Rudi und sowie seiner Familie alles, alles Gute und drücken die Daumen. Cesar glaubt, dass der Mann mit der Rücknummer 3 nicht Tobias Just, sondern Karisik ist. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Es könnte unter Umständen Tobias Just sein, weil dieser mit Linus Schulte-Wissermann bis Montag noch im Urlaub war. Haben eine gemeinsame Reise gemacht über ein paar Monate hinweg. Und oh, Röder gegen Rieder schon wieder. Beiden Kraftpakete stoßen da aneinander. Ich bin mir da wirklich nicht sicher, wer von beiden es ist. Es kann natürlich auch Tarik Karisik sein. Natürlich. Danke, Cesar, für deine Korrektur. Ab sofort benenne ich diesen Spieler als Tarik Karisik. Und die Rücknummer 5 ist halt entweder Bogdans, Samoylovs Bogdans oder Dominik Fuß mit der Rücknummer 5. Ich bin mir da ganz, ganz unsicher. Wirklich. Ja, klasse gemacht. Jetzt mal Panagiotis hat da Platz, kann reinflanken und der Ball ist im Tor. Adrian Knob zum zweiten. Sechster Pflichtspieltreffer nach Vorlage von Panagiotis. Also Panagiotis kann sich empfehlen, da kommt über die linke Seite, scharfe Hereingabe, Alex Gore kann den Ball nicht festhalten und am Ende ist es die Willensstärke von Adrian Knob, der den Ball dann irgendwie über die Linie presst, drückt, schiebt, was auch immer. Letzten Endes ist der Ball im Tor und es steht 3:0 für unsere Schengel, Adrian Knob mit seinem dritten Treffer für die TuS und jetzt wird es hier artistisch 4:0. Wahnsinnstreffer hier aus 40 Meter, der Mann mit der Rückennummer 5. Ich weiß nicht, ob es Smilov Bogdans ist oder Dominik Fuß, aber das war ein Treffer der ganz, ganz feinen Art. We'll be right back.
Da macht's der Spieler mit der Rücknummer 5, 1 wie Michael Stahl. Zwar nicht ganz so weit, aber mindestens genauso schön. Jetzt kann die TuS auch nochmal nachlegen. Riedas Zuspiel allerdings ganz, ganz schwierig. Fast schon gruselig schlecht. Also, erstmal Kategorie absolutes Traumtor, wie der drin war. Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden macht die TuS hier gleich zwei Treffer. Einmal mit der Zunge schnalzen. Klasse gemacht. Und Chapeau. Spieler mit der Rücknummer 5, auch hier, Herr Chaka, egal wer es ist, bitte übernehmen Sie, bitte verpflichten Sie im ganzen Spiel schon, auch ohne das Tor, eine absolute Bereicherung da auf der Position des Zehners. Schulte Wissermann schickt da mal Jan Rieder im Abseits. Das ist nicht das Spiel des Jan Rieders, also mit heute einer der schwächsten Spieler auf dem Platz. Haben wir schon mehr von ihm gesehen, auch in den vergangenen Testspielen. Jan Rieder nicht wirklich vom Erfolg, vom Glück geküsst. Röder. Langer Ball von der Bracke ist da zur Stelle. TuS führt mittlerweile mit 4:0 gegen Ahrweiler. Letztes Jahr gab es ja einmal das Aufeinandertreffen. Im Rheinland-Pokal Achtelfinale, wenn ich mich nicht täusche. Oder war es die dritte Runde? Ich glaube, selbst wenn, wäre das gleichzustellen. Die dritte Runde oder das Achtelfinale. Die TuS gewann vor rund 10 Monaten gegen den ABC durch einen Doppelpack von Felix Könighaus mit 2:0. Hielt unter anderem auch noch einen Foul-Elfmeter von Almir Porcha, der hier heute auf der Tribüne Platz genommen hat. Und heute sieht es dann doch nochmal eine ganze Schippe deutlicher aus. Dann gab es nochmal einen Testspielerfolg gegen den ABC. Ich glaube ein 1:0 oder ein 2:0, 2:1, weiß ich nicht mehr. Im Winter war es der Fall, vergangene Saison. Und jetzt innerhalb von 12 Monaten das dritte Aufeinandertreffen. Gießen schickt jetzt nochmal Adrian Knob. Adrian Knob, artistisch will er da über den Torhüter lupfen, über Alex Gore, befand sich da auch im Abseits, aber es gibt jetzt noch mal Szenenapplaus und das ist unbekümmert, das ist heißer Fußball, das macht Spaß zuzugucken. Dieser Adrian Knob fast ein drittes Mal erfolgreich hier in der 83. Spielminute. Dritte Runde waren Dreiskaden, dann war es tatsächlich das Achtelfinale. Ersin Kalin, ich glaube, verwandt mit Furkan Kalin, schreibt schlecht, schlecht. ABC, das stimmt. Bianca Weiß schreibt, ich soll dem Arnold sagen, dass er dem Spieler doch bitte behalten soll. Nummer 5 ist Dominik Fuß. Sehr schön, vielen Dank. Martin Jakobs hilft mir Spiel für Spiel weiter. Und ja, überragend. Klasse gemacht von Dominik Fuß. Toll, dass man so einen Spieler in den eigenen Reihen hat. Also, Ersin Kalin, auch da muss ich dir beipflichten. Ich weiß nicht, wie lange der ABC in der Vorbereitung sich befindet, aber das heute, das war weder giftig, noch gallig, noch gierig. Das war tatsächlich schlecht. Jetzt wieder Dominik Fuß. Dominik Fuß hat da Platz, legt nochmal raus auf Panagiotis. Panagiotis zum ersten, Panagiotis wieder zum zweiten auf Fuß. Der legt ab auf Karisik und Knob. Günes verpasst Rieder und jetzt ist es soweit. Jan Rieder trifft auch 5:0 in der 84. Spielminute. Mit Glück landet der Ball im Tor. Eine Machtdemonstration, ein deutlich zu sehender Klassenunterschied. Das fünfte Tor, das dritte in 5 Minuten. Das macht einfach nur Spaß, das ist erfrischend zu sehen. TuS nimmt das Testspiel hier sehr ernst, hat hier Blut geleckt von vorne bis hinten, spielt konsequent die Spielzüge aus und führt hier folgerichtig, auch in der Höhe verdient mittlerweile mit 5:0. Stahl auf
Leo Woloschin, der macht das gut, wenn auch nicht gewandelt. Nicht Leo Woloschin, Luca Woloschin natürlich. Schießt er seinen Gegenspieler an. Abstoß für die TuS. 5 Minuten haben wir regulär noch. Linus Schulte-Wissermann, jetzt mal nochmal in der Vorwärtsbewegung. Gietzen auf Schulte-Wissermann. Stahl auf Daniel von der Bracke. Kann den Ball ja flach auf Knob spielen. Knob zurückgelegt auf Wissermann. Wissermann nochmal auf Gietzen. Die TuS beißt sich da wie eine Zecke fest im oder um den 16er des ABCs. Und der Ball dann von Rieder auf Fuß. Leider auch nicht erlaubt in der verbotenen Zone gewesen. Freistoß. Aber Labizzi, den Jungs könnte ich tatsächlich noch eine halbe Stunde zugucken und es würde mir nicht langweilig werden. Weiterhin steht es 5:0 für unsere Schengel. Tolles Spiel der TuS. Ganz, ganz tolles Spiel. Einmal möchte ich noch, da hat mich gerade mein guter Fanradio-Kollege drauf angesprochen, PayPal ansprechen, denn ihr könnt uns weiterhin finanziell unterstützen. Das möchte ich vielleicht noch anmerken, denn das Equipment, wir haben erste Verschleißspuren, müssen erste Neuanschaffungen besorgen. Das Equipment hat eben auch eine nur gewisse Haltbarkeitszeit und muss neu angeschafft werden. Ihr könntet uns damit mit eurer kleinen Spende sehr, sehr unterstützen, das Ganze dann einfach über PayPal an kontakt@tus-fanradio.de. Ich schreibe es jetzt auch nochmal in den Fanchat rein. Dominik Fuß jetzt nochmal im Ballbesitz. Also wie gesagt, ihr könntet uns enorm unterstützen durch eine kleine Spende und sei es nur eine 2-Euro-Spende. Jeder Cent, jeder Euro hilft. Und ich denke mal, man hat sowas wie eine kleine Entwicklung im Fanradio gesehen. Ich glaube, ihr merkt selbst, dass das Geld, das ihr hier anlegt, definitiv richtig angelegt ist. Wir werden weiterhin unser Bestes geben. Und jetzt gibt es auch den Link im Fanchat gerade eingefügt, kontakt@tus-fanradio.de. Dort könnt ihr euch den besagten Link ansehen. Vielen Dank für jeden, der hier 1-2 Euro bereitlegt. Aber auch anders könnt ihr uns unterstützen, fernab der finanziellen Spenden. Jetzt muss ich erstmal auf Dominik Fuß nochmal achten. Fuß, Passspiel auf Jana Günius kommt nicht an. Ihr könnt uns noch anders unterstützen, indem ihr uns einfach auf das Video hier heute einen Daumen nach oben gebt, einfach einen Like geben, ein Däumchen wäre ein Träumchen, sage ich ja immer, und uns auch abonnieren würdet, unseren YouTube-Kanal, davon leben wir, mehr oder weniger. Das ist unsere Quittung, unsere Spendenquittung bei jedem, bei jeder Live-Übertragung, bei jedem Interview, das wir mittlerweile zeigen. Falls ihr die Interviews noch nicht gesehen habt, diese Woche gab es von der Bracke und Käferbitz zu sehen. Mittlerweile auch Rieder, Stahl, Waldminghaus, Richter und, ja, und viele mehr tatsächlich noch zu sehen. Alle paar Tage laden wir da was hoch. Und auch auf unseren Social-Media-Kanälen könnt ihr uns natürlich folgen, Instagram, Facebook, beides könnt ihr uns abonnieren. Achso, eins habe ich noch vergessen, falls ihr uns auf YouTube abonniert, wären wir euch natürlich sehr, sehr dankbar, falls das noch nicht geschehen ist. Falls ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch kein Video der TuS mehr. Also Livestream, ihr werdet sofort informiert und der Schiedsrichter pfeift jetzt nochmal überpünktlich ab. Nach 89 Minuten und 30 Sekunden heißt es hier, Abpfiff im Stadion Oberwerth, die TuS gewinnt mit 5:0. Und Freunde, ich sage schon mal vorab, danke ich, das ist Raphael Behrerz, euer Kommentator.
Auch die Social-Media-Abteilung und der Co-Kommentator sagen von der Couch zu Hause aus Danke, sowie unser Kameramann Jonathan Beratz neu mit dabei. Gerne könnt ihr auch ihm noch eine kleine Bewertung dalassen in den Kommentaren. Wie hat sich unser Kameramann so heute geschlagen für sein zweites Spiel? Das erste hat er nämlich in Andernach gefilmt. Ich denke, doch relativ passabel bis sehr gut. Die TuS gewinnt mit 5:0 durch Treffer von Käferbitz, dem doppelten Knob. Einmal war es der Dominik Fuß und einmal dann nochmal Jan Rieder. Ich denke, es war ein erfolgreicher Testspielerfolg. Und tatsächlich geht es munter weiter im Programm. Bereits am kommenden Samstag gibt es das Wiedersehen mit Felix Könighaus in Jülich-Barmen. Dann trifft nämlich die TuS auf den Westregionalligisten im Sinne eines Testspiels in Jülich-Barmen, der Austragungsort, ich glaube Anpfiff ungefähr um 15 Uhr, wenn ich mich da nicht täusche. Dort wird es dann auch ein Interview mit Felix Könighaus geben. Also definitiv vorbeikommen, und falls euch die anderthalb Stunden Autofahrt von Koblenz aus dann doch ein Stückchen zu weit ist, ja, am 13.07. um 15 Uhr, dann könnt ihr einfach das Fanradio einschalten. Wir werden live wieder für euch vor Ort mit dabei sein. 10 Minuten vor Spielbeginn schalten wir uns dazu. Und sobald die Mannschaften einlaufen, wird dann auch kommentiert. Die TuS darf zufrieden sein. Wir haben hier ein paar gute Testspieler gesehen. Ein Panagiotis hat sich ein bisschen beweisen können. Ein Adrian Knob, über den müssen wir nicht sprechen. Dominik Fuß, ein äußerst, äußerst interessanter bis starker Spieler. Sowie auch der Testtorwart Luka Woloschin konnten sich hier definitiv unter Beweis stellen. Wir haben jetzt erstmal Feierabend. Ich habe Hunger. Ich habe heute tatsächlich nur einen Salat gegessen. Meine Herren, ist zwar nicht schlecht, dass ich abspecke, aber ich glaube, das gehört hier nicht hin. Der Kommentator, der Raphael, der faselt schon wieder zu lang. Also Leute, alle, die hier heute mit dabei waren, vielen lieben Dank. Das macht er ganz ordentlich. Guter Kameramann, tolles Spiel, Kameramann, hat tolle Arbeit gemacht. Klasse Leistung von der Mannschaft und euch. Danke dafür. Und der ein oder andere Fan wird schon gucken. Die Mannschaft schwört sich jetzt ein. Ganz ehrlich, Freunde, wir haben Feierabend. Morgen ist ein Wochentag. Morgen wird weiter fleißig gearbeitet. Und dementsprechend vielen Dank für den guten Appetit. Ich habe fertig, wie es einst Giovanni Trapattoni gesagt hat. In dem Sinne, ciao, und wir hören uns am Samstag. Bis dahin, euer TuS Fanradio, euer Raphael. Ciao. Da war ich schon dabei und kämpfte mit um den Pokal. Und in unserer Liga, da sind wir immer Sieger. Wir freuen uns mit euch phänomenal. Ole, ole, du bist meine Stadt. Du bist mein Verein, wir sind deine Fans. Du Slowen. Koblenz werden Fußballträume wahr. Da steigt die Mega-Party am Sonntagnachmittag. Und bei unseren Helden haben andere nichts zu melden. Das ist es, warum ich den TuS Koblenz so mag. Ole, ole, du bist meine Stadt. Du bist mein Verein, wir sind deine Fans. TuS Koblenz. Ole, ole. Du bist meine Schatz, du bist mein Verein, wir sind deine Fans, TuS Koblenz. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt geht es richtig los. Wir haben die Leidenschaft im Bein. Wir kämpfen immer wieder, unsere Gegner nieder. Heute werden wir die Meister sein.